Hallo, meine Lieben. Ich bin gerade mit meinem Hund spazieren. Seht ihr ihn? Ja, das seht ihr ihn. Er fließt hier ein bisschen durch die Gegend. Freut sich immer, wenn er raus darf. Wir haben heute richtig tolles Wetter. Ich dachte mir, weil meine Mutter mich gerade angeschrien hat, ich soll irgendwie mit meinem Hund raus Gassi gehen. Dachte ich mir, wir gehen spazieren und nehme ich ein bisschen mit. Heute ist echt wunderschönes Wetter. Felix, komm mal bitte her. Hier. So. Heute ist so schönes Wetter. Es ist wirklich wunderschön, weil gestern war es so richtig ekelhaft hier und heute ist so richtig schön. Mein Hund will mal wieder nicht hören. Oh, meine Kamera. So. Wir sind gleich im. Es ist so eine Straße mitten im Nichts, die führt zum anderen Dorf hier und da kann er ein bisschen laufen, so wie jetzt hier geht, kann auch ein bisschen laufen. Komm, Großer. Eigentlich ist er auch total lieb und läuft bei Fuß, aber heute irgendwie, ich glaube, er freut sich zu sehr aufs Gassi gehen. Deswegen ist er heute ein bisschen böse. Ja. Gott. So, wenn wir dabei haben, wir haben Mail dabei. Natürlich, wie soll es anders sein? Nein, das ist so, weil Mail ist einfach im Moment so mein Lieblingsbaby. Und sie war jetzt schon fertig im Kinderwagen, weil ich ja gestern eigentlich weg wollte, aber doch nicht gegangen bin. Deswegen habe ich sie dann gleich hier so fertig gelassen und mitgenommen. Und Jayden war noch im Schlafanzug, deswegen dachte ich mir, ich nehme die Mail mit. Felix, kommst du? Kommt ein Auto, dann müssen wir mal aufpassen. So. Ja, wie ihr seht, haben wir auch den Quattro dabei. Das ist so, weil ich, wenn wir im Gelände unterwegs sind, klar, wir sind hier voll im Gelände unterwegs, dann nehme ich gerne den Quattro mit. Und ja, ich habe ihn ein bisschen vermisst, weil er jetzt sehr lange nicht benutzt wurde. Und deswegen dachte ich mir, können wir ihn heute mal wieder benutzen. Weil ich finde ihn so schön. Ich mache auch, glaube ich, gerne noch ein paar Fotos für Instagram. Weil ich jeden so schön finde. Ja. Andere Leute fotografieren ihr Auto oder ihr Motorrad. Ich fotografiere meinen Kinderwagen in schönen Landschaften. Das ist doch auch schon was Gutes. Nein, ne? Für etwas im Leben muss man ja stolz sein. Kinderwagen ist so ein Produkt, was ich echt. Ich bin schon stolz auf meinen Kinderwagen. Kinderwägen, muss ich ja schon sagen. Ich habe mehr. Hinten kommt Auto. Felix, komm her! Kommst du mal bitte her? Schau mal, da unten sind die Blumen. Vorne sind Blumen. Warte. Da sind Blumen. Der Frühling kommt. So, schau mal, dass das Auto nicht hier lang fährt. Es blinkt nicht, wo es wird gerade aussetzt. Es hält ja an, natürlich, das ist natürlich auch super. Das freut mich total. Du brauchst nicht so ziehen, tut's auch nicht weh. Man hat nämlich keinen Würgehalsband an, seht ihr das? Ich zeige euch das mal. Natürlich. Er hat ein Bürgerhalsband, weil er ja nun mal echt nicht Gassi gehen kann. Hallo. Das war sehr elegant, Felix. Das hätten wir aufnehmen müssen. Mein Hund will gerne Püppi, was Wasser angeht. Ne, Felix? Und der ist sehr dreckig jetzt. Sehr geil. Super toll, ne, Felix? Kommst jetzt bitte. Ist auch schön zu sehen, wie die ganzen Menschen anfangen, joggen zu gehen. Seht ihr das? Warte mal. Da hinten sind einfach. Oh, ich sehe das nicht mit dem Kinderwagen. Da sind ganz, ganz viele Menschen, die jetzt joggen gehen. Aber ich bin auch schon wieder so in dem Gedanken, ob ich das auch mal wieder mache. Ich glaube, ich gehe nachher nochmal eine Runde joggen. Aber jetzt gehen wir erst mal ein bisschen spazieren. So bestimmt. Wie lange gehen wir spazieren? Ich glaube, ich gehe ein bisschen länger mit ihm spazieren. Damit er müde ist und damit. Ich Zeit vertreibe, denn ich habe heute schulfrei und ich habe zu viel Zeit. Also ne, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich muss noch
richtig viel für die Schule machen. Reparat muss ich noch vorbereiten, wieder mal. Kommen die Autos. Oh nein, Felix, komm mal her. Ja toll, ich kann hier nicht mehr runterfahren mit dem Kinderwagen, ey. Supi dubi, ey. Ach, passt da. Tubi. So interessant heute alles, Felix. So. Hallo. Eigentlich wollte ich heute auf Fahrrad fahren mit dem Kötter, aber ich habe voll Lust gehabt, jetzt irgendeinen Kinderwagen mitzunehmen. Felix, komm mal weg, das ist ekelhaft. Nee, Felix! Das ist I. Komm. Das ist ja ekelhaft hier. Oh. Felix, nicht so weit. Deine Leine. Moin. Hallo. Felix, hier. Das war knapp. Ich weiß nicht, wollen wir rechts oder wollen wir geradeaus? Ich glaube, wir gehen ein Stückchen rechts. Schauen wir mal. Oh, netter Autofahrer. Ich liebe solche Leute. Aber hier rechts ist so gefährlich mit Kinderwagen, weil man, da kann man nicht zur Seite gehen. Weil überall so viele. Oh Gott. Bäume sind. Und da gibt es halt nicht so einen Seitenweg wie hier, wo man dann so hingehen kann, sondern das ist Straße alles. Die Bäume sind halt direkt an der Straße, beziehungsweise da ist so ein Hügel. Deswegen gehen wir da nicht links. Was hat sich so verändert hier, seitdem wir so als kahl geschnitten? Ich denke mir nur so gerade, wo bin ich überhaupt? Aber ja, deswegen gehen wir jetzt gerade aus, aber auch schön hier. Oh, es ist so wunderschön. Schaut euch mal das an, wartet mal. Sieht doch mal mein Hund in seiner vollen Pracht. Sein Astralkörper. Da! Guck mal, wie schön das hier ist. Richtig, richtig schön. Also ich bin total der Naturmensch. Und die andere Seite ist noch viel schöner tatsächlich. Oh, schaut mal. Oh mein Gott. Das ist schon fast ein Foto wert, ey. Oh, sieh da hinten Rehe. Meine Lieben, schaut mal. Ich versuche ran zu zoomen, da hinten. Da. Okay, ich habe sie noch nicht entdeckt. Das wäre fatal. So. Fisch passt doch. So. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich so ein Stativ habe, weil sonst könnte ich mit euch nicht spazieren gehen. Weil ich muss hier mit einer Hand meinen Kinderwagen und mit der anderen Hand den Hund. Dazu habe ich noch Handschmerzen, das passt nicht so gut. Aber ich bin ganz glücklich. So wie es gerade ist. Oh Gott, was war das? Nur drei, gut. Oh, es ist so schön, die Resen weg. Vielleicht haben sie völlig entdeckt. Wie hast du sie gesehen? Ja, mein Hund ist selber so ein Reh. Mit Kuhfarben. Wie siehst du aus wie eine Kuh? Nicht den Ast mitnehmen. Komm her. Hallo. Schaut mal, das ist wirklich alles total abrasiert hier. Warte, ich mach das. Warte. Oh Mel, kannst auch mal rausgucken bisschen. Also seht ihr das jetzt? Hier ist alles abrasiert an den Seiten. Es liegt halt alles da so auf dem Boden. Mal. Seht ihr das überhaupt? Die Sonne ist einfach ein bisschen doof. Ja, und sonst ist halt alles voll mit so irgendwelchen Sachen. Ich glaube, hier seht ihr das, oder? Ja, hier liegt es halt alles so rum. Ja, und deswegen kommst du ja also fremd vor, weil ich hier schon lange nicht mehr war. Zu Fuß. Ich bin hier mit dem Auto durchgefahren. Also ich fahre hier immer mit dem Auto durch. Oh, diese Teutonia-Liebe, ne? Ich liebe mein Quattro. Es ist Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ich habe letztes Mal überlegt, ob ich ihn verkaufe. Weil ich ihn einfach bestimmt seit Wochen nicht mehr benutzt habe. Nur auch den Camellio, aber das Problem ist, ich möchte auch den Camellio gerne wieder verkaufen.
weil Bugaboo einfach nicht meine Marke ist und ich dieses Kraftvolle vom Kinderwagen mag. Und das Problem ist aber, da kommt ein Auto, das ist ein großes Problem. Felix, komm mal her. Komm. Ja, das Problem ist, dass ich den Camellio zurzeit so oft benutze, das ist deswegen, weil ich, weil er so schön leicht ist und ich zurzeit nur den Kinderwagen mitnehme, wenn ich U-Bahn oder Bus fahre. Und wenn ich U-Bahn oder Bus fahre, dann nimmt der Quattro erstens zu viel Platz im Bus ein und zweitens, wenn ich U-Bahn fahre, bei uns ist das selten behindertengerecht oder barrierefrei. Und deswegen ist es sehr doof, weil ich den Kinderwagen runtertragen muss, die Treppen. Und auch in der U-Bahn ist es total bescheuert, weil wir nur einen Waggon haben, immer mit Kinderwagenplatz. Und da passt auch nur wirklich ein Kinderwagen rein. Und Hamburg und U-Bahn ist immer voll. Und ja, da stehen auch immer die ganzen Fahrräder dann. Das heißt, man hat echt überhaupt keinen Platz. Und sonst kannst du auch nirgendwo stehen, weil die Türen halt beidseitig aufgehen und du kannst nirgendwo den Kinderwagen hinstellen. Und ich hasse das. Ja, und deswegen habe ich halt im Moment total gern den Camellio, weil den kann ich halt tragen. Der wiegt halt irgendwie nur 10 Kilo oder so. Deswegen trage ich ihn gerne. So. Und der Quattro wiegt, glaube ich, irgendwas mit 25 Kilo. Oder 20 Kilo, glaube ich, eher. Ist jetzt geschätzte Angabe, ne? Wie ich das so, wie ich mich fühle, wenn ich in das Auto trage. Aber das ist echt schon echt schwer. Er ist recht im aufgebauten Zustand. Klar, er wiegt eigentlich genauso viel, aber im aufgebauten Zustand ist es so schwer, ihn irgendwie zu fassen. Irgendwie. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber ich liebe ihn trotzdem und deswegen wird er auch bleiben. Ich glaube, wir drehen mal um. Weil da hinten ist es schon zu Ende und dann sind wir gleich im nächsten Dorf und so weit wollte ich ihn doch nicht gehen. Wir gehen jetzt auch schon fast eine halbe Stunde, ne Felix? Komm! Komm, mal umdrehen! Wir wollen nach Hause! Wollen wir nach Hause? Felix? Wollen wir nach Hause? Komm! Nach Hause, lauf! Lauf! Ja, danke. Er denkt wohl irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwas vor mit ihm. Jetzt wird er laufen. Okay. Okay, Felix, was soll denn das hier? So. Ja, die kleine Mel, dumm noch in ihrem Kinderwagen. Und ich gewöhne mich langsam an das Bild mit ihr im Kinderwagen, weil ich finde, Mel passt absolut nicht in den Quattro rein. Das sieht überhaupt nicht gut aus, finde ich. Ist hier ein schönes Bild für ein Bild? Ein schöner Platz für ein Foto? Ich glaube, ja. Zumindest ich habe einen Kötter in der Hand, weil ich kein Foto machen. Oh, das ist doof, aber hier ist es so schön. Mein Lieben, ich zeige es mal. Bitte. Schaut mal, wie schön. Oh Gott, das ist so schön. Felix, geh doch mal ab, geh doch mal dahin. Ich will ein Foto von dir machen. Oh Mann. Na gut. Na gut. Ist dann so, ne? Machen wir gleich noch ein paar schöne Fotos. Ja, Felix. Binde dich irgendwo fest, wo du nicht mehr weg kannst. Das Problem, da hinten kommt eine große Mannschaft an Menschen. Und ich hasse Menschen. Es sind diese Menschen hier in diesem Dorf. Schlimme Sache. So. Ich mag sie, wo ich überhaupt nicht mehr, dass hier oben ist. Unten ist. Ich muss das oben haben. So. Viel schöner. Ja, es gibt so manche Sachen, die könnten einen stören. Und mich stören sie noch. So, das stimmt. Kann ich eins ansprechen. Zu den letzten Videos und zu den Kommentaren, die ich gelassen habe. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß ganz wohl, wie es geht, wie ich die Kommentare ausschalten kann. Nur das Problem, ich habe das letzte Video, das war der Vlog mit meinem Bruder, den habe ich vorgedreht erstens und zweitens habe ich ihn zweimal hochladen müssen, weil ich einmal das falsche Datum angegeben habe und deswegen musste ich nochmal hochladen, weil sonst hättet ihr am Donnerstag kein Video bekommen und deswegen habe ich es nochmal hochgeladen. Und weil dann habe ich beim zweiten Hochladen die Einstellung einfach vergessen. Ich war total im Stress und musste total schnell hochladen, weil das war am Donnerstagmittag und ich wollte natürlich, dass es dann pünktlich um 3:30 online ist.
Und deswegen war ich total unter Stress und deswegen habe ich es einfach vergessen. Ja, ich fand es nicht so schlimm. Klar, es kamen wieder Kommentare, die nicht so geil waren. Aber mein Hund, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und deswegen habe ich es auch dann gelassen. Ich kann es dann nachhinein immer noch ausschalten, aber ich habe es gelassen. Mein Hund frisst Gras, das finde ich sehr geil. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoppala. Zack. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Weg hier von den bösen Hunden, weil mein Hund ist nicht so gut mit anderen Hunden. Also doch schon, er liebt Hunde und er will immer spielen, aber die anderen Hunde mögen das nicht. Und deswegen mögen wir keine anderen Hunde. So, ich habe auch ganz schöne Fotos von meinem Hund gemacht. Das ist immer so niedlich. Er denkt immer, er sieht irgendwas, aber da ist gar nichts. Finde ich richtig süß. So, jetzt sind wir auch schon fast hier da. Ich liebe spazieren zu gehen, fällt mir gerade auf. Das ist so schön. Eigentlich gehe ich ja immer mit den Kleinen allein spazieren, weil der Hund mir beim Gassigehen mit Kinderwagen immer sehr anstrengend ist. Aber heute ging es einigermaßen, obwohl er überhaupt nicht hört. Aber es gibt auch mal Tage, da sind Hunde genauso wie Menschen einfach ein bisschen zickig. Ne? Heute ist er halt einfach ein bisschen zickig. Aber ich hoffe, er ist gleich ausgepowert und schlägt ein bisschen. Weil Hund ist wirklich so eine Energiebombe. Das ist halt, glaube ich, auch einfach sein... ja, seine Rasse und Felix, komm her, du hängst fest, genauso. Jetzt kannst du wieder laufen. So. Schauen wir mal. Ich zeige euch gleich zu Hause oder kurz bevor wir da sind. Nochmal Mel, aber. Oh, mein Hund kriegst du lang. Oh Gott, schon krass. Das war ein bisschen toll, Felix. Ne? Hast du selber gemerkt. Felix, komm mal her. Da was essen, Felix? Komm mal hier. Komm mal hier. Jetzt ist gut hier. Nee, jetzt ist gut. So, meine Lieben, wir sagen, ich melde mich gleich zu Hause nochmal, wenn ich die kleine Maus euch zeige, weil hier kommen jetzt sehr, sehr viele Menschen. So, meine Lieben. Ab jetzt werden, glaube ich, nicht mehr so viele Menschen kommen. Es sind noch ein paar Kinder auf dem Spielplatz, aber sonst... Ja, wir sind aber auch gleich zu Hause. Das ist meist schon geschafft. Ich finde es voll witzig, dass mich schon so 5-jährige Kinder kennen. Wie schnell sich sowas im Dorf rumspricht. Das ist schon erstaunlich. Kennt ihr sowas? Also dass es Leute total schnell und wie so ein Laubfeuer sich das so verbreitet. Weil bei mir im Dorf, ich weiß nicht, wer hat es zuerst gesehen? Einer aus meiner alten Klasse hat es zuerst gesehen. Und am nächsten Tag wusste es jeder. Einfach jeder. Richtig krass. Ja, und jetzt werde ich schon von 5-jährigen und 6-jährigen kleinen Kindern doof angeguckt. Das finde ich schon erstaunlich. Ja, ich zeige euch gleich nochmal die Mel. Und mein Hund im Garten ist, kann er gleich noch im Garten ein bisschen rauflaufen. Hier, Felix? So. Schauen, wie viele Schritte meine Fitbit-Uhr gleich anzeigt. Ich schätze so 5000. Ja, ich war heute schon im Einkaufszentrum. Boah, ich hätte ja auch mal Pokémon Go laufen lassen können. Ne? Hätte ich jetzt ein Ei ausgebrütet. Das Leben ist hart. Felix, nicht so schnell. Komm mal her. Felix, komm. Aua, das war meine Hand, Felix. Felix weiß, dass er gleich zu Hause ist. Deswegen rennt er jetzt schnell. Felix! Nein! Hör auf so zu rennen, Mann! Komm hierher jetzt. Thank you.
Felix, wohnst du hier? Felix, wohnst du hier? Du rein? Na, ja, nicht gegen den Kinderwagen laufen, ne? Wird das nicht. Ich lass dich rein. Komm her. Komm hier, sitz. Sitz. So, wir gehen aber einen anderen Weg. Jetzt war der vor der Tür. Er sollte ein bisschen rennen. Mein Vater ist nicht da. Das heißt, wir haben genug Platz. So. Hallo? Wer willst du ja wieder? Ja, die sind zwei Eingänge. Der andere gerade war da und wir sind jetzt gerade hier vorne rausgekommen. Besser als ein Kinderwagen. So. So, hier ist liebe Mel. So ist sie eingepackt. Schnecke. Ich bin jetzt diesen Hals zurück, ich finde das so niedlich. Snacke-Maus. Ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.